ich stelle Ihnen ganz kurz unser Projekt vor. Future Learning Spaces, kurz FULS, ist ein Verbundprojekt der Goethe-Universität Frankfurt, der Technischen Universität Darmstadt und der Hochschule Darmstadt. Begonnen haben wir im Januar 2022 und FULS läuft noch bis 31. Dezember 2025 und wird gefördert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Ja, was machen wir in unserem Projekt? Also unser Ziel ist eben die Konzeption und Entwicklung innovativer Lehr- und Lernszenarien mittels 360 Grad Augmented und Virtual Reality. Für uns ist dabei auch ganz wichtig die enge Verbindung oder enge Vernetzung von Technik und Didaktik. Und auf diese Weise wollen wir eben neue und ergänzende Zugänge für Studierende schaffen, aber eben auch Qualifikations- und Beratungsangebote für eben Lehrende bereithalten und etablieren. Ja, um eben die Möglichkeit zu schaffen, dann in diesen hybriden Future Learning Spaces, hybride Räumen verteilt, zeitgleich und zeitversetzt, individuell und gemeinsam zu studieren und zu lehren. Dabei mischen sich dann eben auch physische und digitale Räume und Elemente. Und auch wichtig für uns ist die Kooperation sowohl nach innen, also eben der Wissenstransfer innerhalb unseres Verbundes, aber auch die Kooperation nach außen. Damit meinen wir die enge Zusammenarbeit mit eben den Fachbereichen, mit den Lehrenden, mit denen wir eben gemeinsam diese Future Learning Spaces gestalten. Und natürlich auch wichtig in einem Verbundprojekt ist eben auch immer sicherzustellen, dass wir innerhalb des Verbundes und eben gegebenenfalls sogar darüber hinaus Standardisierung und Übertragbarkeit gewährleisten, damit natürlich die Arbeit irgendwie an anderer Stelle nicht nochmal von neuem gemacht werden muss. Ja, und heute darf ich Sie eben einladen, mit uns einen kleinen Rundgang durch entstandene Future Learning Spaces zu machen. Und als erstes nimmt uns mein Kollege Markus Weber von der TU Darmstadt mit in das 360-Grad-Biologie-Labor. Jawohl, ich darf Sie in die 360-Grad-Welt entführen, und zwar bitte die nächste Folie. Verstehen wir unter 360 Grad eine Rundumsicht, die halt vollständig aus unserer Sicht ist, nämlich auf eine Situation oder eine Umgebung können wir direkt einwirken. Und jetzt auf der nächsten Folie möchten wir sagen, warum das wir als großes Potenzial sehen für die Lehre, denn es sind reale Abbildungen und wir schaffen damit einen Zugang zu schwer zugänglichen Räumen. Und das ist sehr nah an der Primärerfahrung, ohne dass wir groß programmieren können. Wir können aber trotzdem Interaktionen in die Panoramen hinein integrieren. Das können Videos, Audios oder auch H5P-Inhalte sein, ebenso 3D-Objekte. Und dadurch haben wir eine große Möglichkeit, die Interaktion innerhalb der Panoramen halt zu steigern. Und wenn man das Ganze dann noch in eine Story verpackt, dann ein kleines Rätsel oder Spielchen, dann kann man beispielsweise auch einen sehr guten Escape Room in 360 Grad umsetzen. Die Gamifizierung sehen wir da als Lernmotivation. Und die Besonderheit ist auch, dass man bei 360-Grad-Szenarien diese am PC oder eben auch auf mobilen Endgeräten erleben kann. Mittlerweile ist es auch möglich, diese Szenarien in VR, also in einer Oculus Quest beispielsweise, zu erleben. Und das erhöht den Immersionsfaktor ungemein. Für unsere Lehrenden ist es aber auch sehr einfach zu erstellen, also sehr ressourcenschonend. Und bitte nächste Folie. Im Kontext zu dem entwickelten im FULS-Projekt Beratungskonzept oder auch unser Road to 360, so nennen wir das, wird der komplette Produktionsablauf von so einem Szenario beschrieben. Wir haben das kombiniert noch mit Workshops und einem Selbstlernkurs in Moodle und begleiten aber auch die komplette konzeptionelle und produktionstechnische Phase. An allen Standorten ist es auch so, dass Hard- und Software zur Verfügung gestellt wird, sodass man sehr einfachen Zugang zu der Hardware auch hat. Und ein Netzwerk innerhalb bei uns an der TU bauen wir gerade auf, damit die Lehrenden sich auch austauschen können und von Erfahrungen profitieren können. Jetzt habe ich Beispiele mitgebracht, zwei Stück davon. Bitte gleich nächste Folie. Das ist ein Einstieg, ein Escape Game. Hier kann man in den Materialwissenschaften einen ganzen Tag sozusagen simulieren.
Man beginnt mit einer Vorlesung zum Thema Formgedächtnislegierung und kann dann auch in einem Labor dann tatsächlich auch kleine Experimente durchführen zu diesem Themenbereich. Zielsetzung ist es da, eben einen Einblick zu geben in den Fachbereich und Schüler und Schülerinnen zu zeigen, was denn eigentlich in den Materialwissenschaften gelehrt wird und was man eventuell auch an Skills mitbringen sollte. Und zum anderen ist es aber auch so, dass man halt auch wirklich durch das reale Szenario tatsächlich in den Originallaboren und sowas dann auch einen Einblick bekommt. Zweites Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist unser Biologielabor. Bitte nächste Folie, was wir letztes Jahr ja schon mal hier vorgestellt haben als Escape Game. Jetzt ist es auch in VR, in einem VR-Headset erlebbar. Hier ist es so, dass wir dieses Szenario, bitte nächste Folie, in die Schulen mitbringen können. Also wir nehmen die Headsets mit, gehen an Schule. Die Schüler und Schülerinnen können dann das Labor dort tatsächlich auch erleben und Aufgaben zu diesen kompletten Stationen dann halt durchführen. Aber, und das ist das Besondere dabei, Sie können dann auch eine Realerfahrung beispielsweise machen in unserem Schüler- und Schüler-Lernlabor der Biologie, kommen dann zu uns an den Standort und erfahren dort beispielsweise noch mehr zu dem Themenbereich. VR ist das große Thema, Themengebiet, deswegen ist jetzt der Switch geplant an die Kollegin Uli Mascher, die jetzt uns mitnimmt und etwas über Planspiele und VR erzählt. Vielen Dank. Vielen Dank, Markus. Ja, unser nächster Future Learning Space, über den ich jetzt ein bisschen was erzählen darf, ist eben entstanden aus der Frage, welche Methoden wären denn eigentlich, also didaktische Methoden, wären denn gut geeignet für dieses Medium Virtual Reality? Und wir sind dann darauf gekommen, dass eben diese Methode Planspiel setzt ja durch Rolleneinnahme und Spielatmosphäre auf Immersionseffekte, die sich eben durch dieses Medium Virtual Reality verstärken lassen. Also unsere Ausgangsgedanken waren eben, okay, wir haben hier erstens Immersion als integralen Bestandteil von Planspielen eben als didaktischer Methode und auf der anderen Seite quasi als das Merkmal, bestimmende Merkmal von zumindest Immersive VR. Das heißt, immersive Methode trifft hier auf immersives Medium. Ja, und um nochmal so ein bisschen auf die Besonderheit von VR als Medium einzugehen, habe ich jetzt hier noch eine kleine Definition mitgebracht. Und zwar kann man eben von VR sprechen als the sum of the hardware and software systems that seek to perfect an all-inclusive sensory illusion of being present in another environment. Und genau um diese sensory illusion geht es. Also man spricht da auch von Präsenzerleben. Und bevor ich dazu aber gleich noch mal ein bisschen mehr sage, erkläre ich noch kurz was zu unserem konkreten Szenario. Wir haben eben ein VR-gestütztes Planspiel Artificial Intelligent Act Europe entwickelt. Und darin geht es, ich denke, der eine oder die andere hat auch in den letzten Monaten in der Nachrichtenwelt davon gehört, ist eben der AI Act, sogenannte AI Act, ist eben das weltweit erste Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Und in unserem Planspiel schlüpfen Sie sozusagen in die Rolle eines Abgeordneten, einer Abgeordneten des EU-Parlaments und debattieren über eben Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und Einsatzmöglichkeiten jetzt an der Universität sind dann eben zum Beispiel die Politikwissenschaften, generell natürlich Lehrkräfte, Bildung oder auch konfliktreiche Fragestellungen, wo es eben ganz unterschiedliche AkteurInnen und Stakeholders gibt. Und wir haben auch natürlich schon gesagt, in der Informatik wäre das vielleicht auch ganz interessant, auch da diese Dimension dieser Aushandlungsprozesse da auch nochmal hervorzuheben. Ja, darum geht es quasi in unserem konkreten Szenario. Und jetzt hatte ich ja gesagt, ich sage nochmal kurz was zu dieser Sensory Illusion, zu diesem Präsenzerleben. Das hat eben mehrere Dimensionen. Jetzt habe ich sie schon mitgenommen in den EU-Plenarsaal, den wir eben in VR nachgebaut haben. Und man spricht also von Physical Presence. Das heißt, ich setze die VR-Brille auf und habe dann das Gefühl, ich bin wirklich an diesem Ort. Also das ist quasi eine Dimension dieses Präsenzerlebens. Als nächstes haben wir Self-Presence. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich bin meine virtuelle Repräsentation. Also in diesem Fall eben der Avatar, den Sie hier sehen. Ich glaube sozusagen diese Illusion, dass das mich repräsentiert. Und dann habe ich auch das Gefühl, mit anderen zusammen an diesem Ort zu sein. Und das wäre dann eben Social
Presence. Und all diese Dimensionen machen wir uns sozusagen, wenn es dann um diese Methode Planspiel und um diese Spiele, Spielatmosphäre, Spielimmersion geht, machen wir uns eben diese Effekte des Mediums VR zunutze. Ja, und dann werfen wir noch einen ganz kleinen Blick in einen anderen Planspielraum. Und zwar hier haben wir ein Szenario, das eine Schulkonferenz nachstellt, wo dann eben auch Aushandlungsprozesse zum Beispiel zum Themenbereich Inklusion stattfinden. Ja, und wenn wir jetzt beim Thema AR sind, übergebe ich an meinen Kollegen Andreas Fuchs von der Hochschule Darmstadt. So, ja, herzlichen Dank und herzlich willkommen. Ich präsentiere jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem, was wir das Imaginarium getauft haben. Und das ist ein Raum für Kreativität. Auch hier geht es darum, VR als Medium zu nutzen und einen Raum halt zu schaffen, in dem man sich wirklich kreativ beschäftigen kann. Wie sieht Kreativität momentan aus? Also man kennt das vielleicht eher aus der Situation, das nächste Folie bitte, dass wenn man zusammensitzt, dass man dann zeichnet, dass man versucht, das, was man halt sich vorstellt, irgendwie zu Papier zu bringen, um es mit anderen zu diskutieren. Guckt man jetzt Tools an, die es schon gibt auf dem Markt in VR, dann ähnelt es eher einer Situation wie hier, dass man beisammensitzt in so einem Konferenzsetting. Auch das nächste Beispiel geht da ein bisschen kreativer ran. Hier habe ich schon mal Post-its. Ich kann das irgendwie anpinnen. Ich kann über die Dinge reden. Ich kann es neu anordnen. Aber es wird trotzdem schwer, irgendwie rüberzubringen, was ich eigentlich vielleicht konkret meine oder was in meiner Vorstellung passiert. Die bisherigen Ansätze zeigen also eher so bekannte Arbeitsweisen und die werden einfach eins zu eins in VR übertragen. Und das hat uns nicht gereicht, weil uns wichtig ist, dass wir immer einen Mehrwert schaffen wollen und dieser starke Fokus auf dieses Büroarbeiten uns nicht ausreicht. Insbesondere fällt da auf, dass man immer den gleichen Raum für alle Teilnehmer hat. Manchmal variieren die in der Größe, aber in der Regel sind die sehr gleich. Das Imaginarium geht dann einen anderen Ansatz, hat diesen kreativen, wie gesagt, für Zusammenarbeit und nutzt auch die Möglichkeiten von VR. Es geht in erster Linie um Ideenfindung und die Förderung der Kreativität und dazu nehmen wir dann die Unterstützung von einer künstlichen Intelligenz hinzu. Wir reden hier von einem geteilten, individuellen Raum, weil zum einen habe ich zwar einen gleichen Raum mit gleichem Inhalt, dass ich gemeinsam arbeiten kann und über die gleichen Dinge reden kann, aber gleichzeitig nutzen wir das Medium, um den Raum auch individuell auf jede Person anzupassen. Da gehe ich jetzt gleich drauf ein. So sieht das Ganze in der Arbeitsatmosphäre aus. Also man steht beisammen, man unterhält sich und aus dem gesprochenen Wort werden dann die Bilder, die man im Hintergrund sieht, erstellt. Das heißt, das, was ich mir gerade vorstelle oder was ich beschreibe, wird dann repräsentiert. Mit diesen Bildern kann ich entsprechend weiterarbeiten. Wie sieht das aus? Also ich unterhalte mich, der Text, das gesprochene Wort wird zu Text umgewandelt, dann entsprechend weiterverarbeitet und wir extrahieren aus diesem Text dann einmal die Stimmung der Anwender und das, was halt als Bild generiert werden soll. Konkretes Beispiel wäre zum Beispiel auf der nächsten Folie der Wanderurlaub, wo man dann vielleicht ein positives Erlebnis hatte, das man aus der Erzählweise entnehmen kann und entsprechend erwarten wir dann natürlich Bilder von Bergen. Wie das Ganze aussieht, sieht man hier auf diesem Beispiel. Wenn ich sagen würde, ich war neulich bei bestem Wetter in den Bergen wandern, entstehen zum Beispiel diese beiden Bilder, um einfach mal zu zeigen, was die KI da generieren kann. Wenn man jetzt auf die Umgebung nochmal eingeht, hatte ich ja gesagt, dass die für alle gleich ist, weil ich muss ja den gleichen Inhalt sehen, damit ich auch weiß, über was ich rede. Der Raum kann sich trotzdem für alle anpassen, einfach um andere Settings zu zeigen. Wenn ich jetzt konzentriert arbeiten will, brauche ich vielleicht ein anderes Setting, als wenn es eine Brainstorming-Session ist. Auf der nächsten Folie sieht man dann mal ein Beispiel für die individuelle Beleuchtung. Also wenn ich jetzt eine schlechte Stimmung habe, dann würde der Raum durch positives Licht versuchen, meine individuelle Stimmung anzupassen oder mich wieder ein bisschen halt ins Gespräch zu bringen. Und so vermischen wir das Individuelle mit dem Gemeinsamen. Noch ein kurzes Beispiel für Kombination von Bildern. Also ich kann diese Bilder einfach nehmen und in Regale stellen. Sieht man hier einmal das Dracula-Schloss und diese schöne rosa Torte. Wenn ich diese beiden dann kombiniere, generiert die KI daraus ein Schloss, was rosa ist.
Und da kann man schon sehen, ganz gut, dass so ein kreativer Prozess, dass ich dann guten Input kriege von Dingen, auf die ich vielleicht selber gar nicht gekommen wäre. Abschließend kann man sagen, dass Worte zu Bildern umgewandelt werden, dass die Bilder kombiniert werden können. Es entstehen immer wieder neue visuelle Ideen. Die Darstellungen können dann gemeinsam diskutiert werden und das Medium wird halt voll genutzt. Und damit übergebe ich jetzt, weil wir bei Nutzung sind, also wir machen das jetzt mit Bildern, die nächste Fahrplan wäre, das auch mit 3D-Modellen zu machen. Und da übergebe ich nochmal an die Ulrike Mascher, die da nochmal drauf eingehen wird. Ja, danke. Und wie du gesagt hast, 3D-Objekte spielen jetzt für uns natürlich auch eine große Rolle beim Lehren und Lernen mit Augmented Reality. Das heißt, hier werden also digitale Elemente in reale Umgebungen eingeblendet. Das heißt sozusagen, die Realität wird mit digitalen Elementen angereichert oder augmentiert. Und wir haben jetzt in Kooperation mit Fachbereichen wie zum Beispiel der Archäologie oder den Geowissenschaften an der Goethe-Uni eben schon mit dem Erstellen von 3D-Objekten mittels LiDAR-Scanning eben Erfahrungen gesammelt. Und klar, die Mehrwerte liegen jetzt, oder der Mehrwert liegt natürlich auf der Hand. Also ich habe natürlich dann Zeit- und also es ermöglicht diese 3D-Objekte beziehungsweise diese AR-Anwendungen ermöglichen dann natürlich eine zeit- und ortsunabhängige Auseinandersetzung mit den Sammlungsobjekten. Ne? Also ich kann die dann natürlich auch vergrößern, mir die von allen Seiten angucken. Hier habe ich ja ein kleines Beispiel mal mitgebracht von einem eben mehrere tausend Jahre alten Objekt aus der Archäologie. Genau, und das bietet natürlich einen Mehrwert gegenüber jetzt zweidimensionalen Bildern. Und an der Stelle übergebe ich an meinen Kollegen Alexander Ast von der TU Darmstadt, der auch noch ein bisschen was zu AR im Lehr-Lern-Kontext sagen wird. Genau. Nicht nur ein bisschen was über AR-Kontext, sondern eigentlich über Artemis. Und zwar Artemis ist ein Akronym und steht für Augmented Reality Toolkit or Educational Methodology and Interactive Simulation. Educational Methodology im Bereich der Augmented Reality bezieht sich auf die pädagogischen Ansätze, Strategien und Praktiken, bei dem Einsatz von AR-Technologien im Bildungskontext verwendet werden kann, um das Lernen zu fördern. Nächste Folie bitte. Artemis ist in erster Linie ein Bestandteil eines AR-Werkzeugkastens um den Reality Composer herum aufgebaut und richtet sich an Personen ohne Programmierkenntnisse, also an EinsteigerInnen, die Augmented Reality in Lernszenarien einbinden wollen. Artemis verbindet durch End-User-Development bekannte Funktionen wie Multitouch-Gesten, eine einfache UI und Automatisierungsprozesse. So gesehen ein niedrigschwelliger Einstieg in Augmented Reality. Ein weiteres Kriterium für uns, unabhängig von der EUD, war auch der Datenschutz sowie Zugänglichmachung für alle pädagogischen Kontexte. Artemis ist keine Plattform, es ist kostenlos, es speichert keine Daten. Dadurch hat der Nutzer immer vollen Zugriff darauf, was er mit seinen 3D-Daten macht, von welchem Server er die Daten laden möchte oder welche Technologien er für seine Datenübertragung nutzt. In unserem Fall per Kabel, per Wi-Fi, Bluetooth und so weiter. Das Einsatzgebiet von Artemis kann von Schulen bis in den universitären Bereich sich erstrecken. Es kann intuitiv von Schüler, Berufsschüler, Studierende oder vom Lehrpersonal genutzt werden. Zum Beispiel wird Artemis zurzeit an der TU Darmstadt im Fachbereich Maschinenbau genutzt, um das Verständnis von Bauteilen zu verbessern, aber auch im Lehramtsstudium, um Lernszenarien zu gestalten, also sogenannte Use Cases. Nächste Folie bitte. Also basierend auf Artemis entwickelte unser E-Learning-Team eine Handreichung mit dem Namen Road to AR. Sie beinhaltet skizzenhaft Infos, was alles benötigt wird für den Einstieg in Augmented Reality. Bedeutet, wie kann man von einem realen Objekt zu einem augmentierten Objekt in Artemis kommen? Und also nächste Folie bitte. Und aus dieser Ausgangsüberlegung, der Road to AR, wurde ein Workflow ausgearbeitet. Wir nennen das Ding RGI-Prinzip, bedeutet Record, Generate and Augmented.
Es soll Lehrende in einem Workshop auf ein Level bringen, in dem diese lernen, selbstständig reale Objekte zu digitalisieren, mit Interaktion und Infos zu bestücken und diese in Artemis einzubinden. Nächste Folie bitte. Seit 2023 wird verstärkt an der TU Darmstadt oder gibt es verstärkt an der TU Darmstadt Unterstützungsangebote für Artemis. Es werden verstärkt auch Netzwerke mit anderen Fachbereichen aufgebaut, um Use Cases zu generieren, um AR im Bildungskontext einzusetzen. Erkenntnisse daraus dienen uns der Weiterentwicklung von neuen Funktionen und Bugfixes. Und was bedeutet das für Artemis? Nun, Artemis wird in Zukunft auf Version 1.1 aktualisiert. Es gibt auch weitere Benutzergruppen, die wir erreichen wollen, weitere Funktionen im tangilen Bereich und so weiter. Des Weiteren stehen wir auch mit dem Material, also mit dem Maschinenbauer in Verbindung und generieren einen Model-Editor für lineare Lernszenarien für Artemis XR. Das ist sozusagen die Weiterentwicklung von Artemis im Bereich MR und VR. Und wir versuchen auch verstärkt Workshops weiter anzubieten. Dankeschön. Ja, und an der Stelle bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit, freuen uns.